Die Klinge will gefüttert werden, damit ihre Schneide scharf bleibt. Mörder. Was sorgst du dich um diese wertlosen Kreaturen? Sie sind nichts. Schwach, schon vom Augenblick ihrer Geburt an, gieren sie nach Macht, die ihrer Art nicht zusteht, und zerfleischen sich dabei letztlich selbst. Wie Schafe, die sich im Dreck zusammenscharen und jene zerstampfen, die mit einem goldenen Vlies gesegnet wurden. Nur um ihre eigene kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte, alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Bosheit geboren aus dem Schmerz und dem Leid des freien Willens. Er ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung, selbst eine falsche, treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette, als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Was? Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Für Schwerter und Flammen wandte der Mensch sich vom Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Dennoch behielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Und sie beteten zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Der Herr erhörte sie und antwortete: Den Würdigen werden sich die Tore des Paradieses öffnen. Also streckte ich meine Arme weit aus und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Ich gab mich dem Schöpfer hin. Nahm mein Opfer an und sprach zu mir: Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren. Siehst du, das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen, denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Ich werde uns retten. Doch alles beginnt und endet mit dir. Du bist der Schlüsselmythos. Und ich werde dich ihm darbieten. Ein neuer Beweis für meinen Glauben. Du hast dich selbst aufgegeben, nur um deinem Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Das ist Verdammung. Zu leben bedeutet, frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz.
Dann komm. Zeig uns die Stärke deines Willens. Die Stärke meines Willens wird nicht dein Ende sein. Sondern die Schwäche deines. Große Worte, Clive! Den Willen für stärker? Beweise es. Werde ich. Bevor dieser Tag endet, wirst du die Wahrheit erkennen. Aber er ist komplett geisteskrank, das müssen wir festhalten. Ich bin gespannt, ob ich diesmal was gegen seinen Insta-Kill machen kann, also Sanetsuken. Gottes. Und doch kämpfst du noch immer wie ein Mensch. Er teleportet sich ständig, ich treffe ihn nicht so leicht. Das ist auch schlecht für Megaflare, Gigaflare meine ich. Impuls ist noch das Beste gegen ihn, weil das ihn automatisch verfolgt! Aua! Gungir. Nee, lass mal. Ja, viele meiner Moves sind nicht so gut, weil er sich ständig teleportiert. Aber der ist zum Beispiel gut. Weil jetzt habe ich gerade keinen Move aufgeladen. Das ist schlecht. Ah. Einer kam jetzt gerade wieder. Gott hat dich als seinen Leib erwählt. Und doch hältst du an deiner falschen Hoffnung fest. Aber es gibt keine. Lass mich raten, Sanetsuken kommt. Scheiße. Nee, schlimmer. Schon im Bedrängnis. Clive, wie wär's, wenn du dich verwandelst? Ein kleines Ungleichgewicht der Kräfte sonst. Endlich! Wir können beginnen! Ja. Der Turm das übersteht. Ist vorbei. Also was ist los? Odin schon fertig? Aua. Den Weg zur Erlösung. Nun musst du ihm folgen. Befreie dich, Mythos. Sonst wirst du mich niemals besiegen. Abwarten. Deine Hybris wird dich noch teuer zu stehen kommen. Okay. Beide haben sich wieder zurückverwandelt.
Ah, er hat sich wegteleportiert, ich hab's nicht gesehen. Als ob ich ihn durch einen Zentimeter verfehlt habe. Ich glaube, ich lade mal Barmut auf. Dieses. Dieses Herumteleportieren nervt nämlich etwas. Ja, Tiamat und Tifa sind in den Kampf gegen ihn nicht so gut, weil die aufladen müssen. Oh oh, es kommt Stahlblitz. Okay, diesmal ladet er den gar nicht auf, sondern kriegt den sofort ab. So, jetzt bin ich unmittelbar vor ihm. Vielleicht ist dann Gigaflair gut. Er hat sich schon wieder wegteleportiert, ne? Oh Mann, ey. Ah, okay. Ich muss wahrscheinlich warten, bis er gebrochen ist für Gigaflair. Ja, ja, ja. Ah, Hälfte habe ich schon mal. Ich habe jetzt eigentlich schon zum zweiten Mal gebrochen. Au, ja, 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 ja. Und schon wieder wegteleportiert. Oh, hier bin ich sicher, ne? Ja, nicht unbedingt. Ich sehe gar nichts. Aber ich kann nicht verlieren. Du hast schon verloren, als du dich von uns abgewandt hast. Als du dich von der Wahrheit abgewandt hast, Barnabas. Wir sind nicht so schwach, wie dein Gott es glaubt. Was? Der hatte doch Hälfte Leben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Guter Junge. Verdammt. Clive Ifrit wäre vielleicht eine gute Idee. Wartest du noch? Menschen wissen nichts von Stärke. Doch du wirst Zeuge. Ja! Komm, zertrümmer das Schwert. Ja, Mann! Genau das habe ich gemeint. Du wagst es.
Oh, habe ich dein Pferd putt gemacht? Hast du deine Schwäche selbst zur Waffe gemacht? Verzeihe mir. Du bist nicht so dumm, wie ich angenommen hatte. Und so endet es. Nein! Bist du etwa schon erschöpft, Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz, füllt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse. Welch Genuss! Der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens, ein Traum, den ich verloren geglaubt hatte. Und nun, da dieses süße Gift rauschend durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen. Beweise deinen Wert, Mythos! Ich will an dir verbrennen! Okay. Dunkelheit sammelt sich ein. Ich muss, glaube ich, schnell reagieren. Scheiße. Kommt Stahlblitz. Bin ich hier sicher? Ja. Okay, ich habe jetzt dieses Dunkelheitzeug eliminiert. Für Ewigkeit musste ich mich von unwürdigen Gegnern enttäuschen lassen. Apostel des Schweigens. Oh, je, was macht der? Oh, meine getreulichen Diener. Das sollte mich nicht treffen, ne? Wäre, glaube ich, schlecht. Oh shit! Uiuiui! Es dauert nicht mehr lange, dann habe ich ihn wieder gebrochen. Sehr gut. Wie lange dauert noch? Ah, das dauert zu lange. Scheiße. Ein Trank wäre vielleicht ganz gut. Willst du seine Macht denn nicht? Wenn ich dich da oben nicht erreiche, dann lade ich auf. Was passiert jetzt?
Wodenworte Veos. Was ist da? Oh, er hat sich verwandelt. Mein Herz singt. Wie an den Aua! Als ich mir Ashra nahm. Ja, es kommt so in Zeitlupe. So, ausgewichen. So viel. Ich nehme lieber einen Heiltrank. Ich habe ein bisschen Angst. Nach meiner Krone getrachtet, Mythos. Ausgewichen. Doch keiner hat sie mir vom Haupt nehmen können. Nein, nein, nein! Schnell wieder verwandeln, ich will den aufladen. Das tut gut. Nächster Heiltrank. Hast du die Kraft? Hast du den Willen? Komm schon! Ich. Komm runter! So! Wahnsinnig. Aber mal komplett. Ah, scheiße. Aber er hat nicht mehr viel Leben. Aber ich habe ein bisschen Angst, weil wir die ganze Zeit gegen seine Hybridform kämpfen, dass da gleich noch ein Esper-Kampf folgen wird. Hier bin ich sicher, oder? Ah, nicht ganz, aber... Nein, 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 nein! Das hat wehgetan. Schieß das ab, das macht ihn konstant Schaden. Das ist mein bester Move gegen ihn, weil er so fix ist. Vor allem, wenn ich Schiefer aufladen muss. Und Titan. Das kann er so gut bestrafen. So, er ist gebrochen und ich habe natürlich keinen Move, um das zu punishen. Wie lange brauchen die? Zu lange? Ah, da. Ich hab ihn! Aber ich hab irgendwie das Gefühl, da folgt noch was. Nun, der Tag neigt sich dem Ende. Und die Wahrheit zeigt sich. Ich war es, der sich durchgesetzt hat. Mein Wille hat gesiegt. Dein Wille? Nein. Es war seiner. Clive Rossfield. Barnabas, nicht Odin. Da kommt noch was. Vielleicht liegt doch Stärke im Willen.
Hätte ich den meinen noch nicht aufgegeben? Du hast ihn nicht aufgegeben. Dein Wille hat deinen Wunsch nach einer neuen Welt geweckt. Du wolltest dich deinem Herrn beweisen. Ich... Er hat dir eine Illusion gezeigt. Und du wolltest, dass sie wahr ist. Die falsche Wahl. Es gibt nur die Welt, in der wir leben. Und diese Welt ist es wert, gerettet zu werden. Dafür töten wir auch einen Gott. Hier Worte von dir, der dem Herrn so sehr nützlich war. Was willst du noch? Ich hätte fast vergessen. Ich versprach, dich für meinen Herrn präsentabel zu machen. Unseren Zweck erfüllen. Genauso wie seine Mutterkristalle den ihren erfüllt haben. Komm, Clive Rossfield! Nimm, was nur dir zusteht! Verschmelze mit Gott! Nein! Zu dir, Mutter. Sag, wie fühlt es sich an? Wo steckst du? Zeig dich mir! Wie fühlt es sich an, deinen Rivalen zu verschlingen, dich an seiner Macht zu laben? Mit jedem zaghaften Schritt näher, näher der Göttlichkeit. Mit oder ohne Willen, du bist nichts als ein Leib. Unser Leib. Spürst du, wie er in Erwartung seines Schicksals zittert und bebt? Noch ist das nicht deiner! Du irrst. Komm, trotziges Kind. Wir erwarten dich auf dem Rücken des ersten Drachen, wo alles enden und neu beginnen wird. Ah!
Immerhin ist die Barriere weg.